Leute, ich habe mich heute so aufs Update gefreut, aber im heutigen Video reden wir, was uns morgen erwarten könnte in Fortnite. Und ich blende euch heute schon mal zwei Leute ein, die ich heute adden werde, die einen zufälligen Skin aus dem Itemshop kriegen. Einmal den Niklas09, schau in deine Freundschaftsanfragen, und einmal der LukasKingOG. Wenn ihr vielleicht was gewinnen wollt, Leute, mein Creator-Code Sevil im Itemshop benutzen und wir gehen direkt rein. Also fangen wir erstmal direkt mit einer richtig guten Information an. Das Update kommt morgen. Leute, es wurde ja heute jetzt verschoben, das kommt jetzt safe morgen, am Mittwoch, keine Ahnung warum, es ist aber so. Ich denke vielleicht, weil das Update so groß ist oder keine Ahnung, dann kommt es halt morgen, Leute, die Vorfreude ist die beste Freude. Und dann kommt ja der neue Ranked-Modus raus. Da der neue Ranked-Modus bezieht sich auch auf das Update morgen. Neuer Ranked-Modus kommt also auch morgen. Hier seht ihr so ein kleines Video, was die ja gepostet haben. Und ich habe nochmal exklusives Material von Epic Games direkt bekommen, damit ich euch schon mal ein kleines bisschen zeigen kann. Also so sieht das Ganze dann aus, Leute, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Ranked-Modus spielen wollt. Hier seht ihr zum Beispiel Rank Up Silver One. So wird dann euer Rang angezeigt. Und hier seht ihr nochmal ganz kurz die ganzen verschiedenen Ranks, Leute. Wir haben Gold, Platin, Diamant, Elite, Champion und. Also es wird schon ziemlich geil. Und ich muss auch sagen, ich finde es cool, dass Arena dann weg ist, wenn ich ehrlich bin. Und der letzte krasseste Rank heißt nämlich Unreal, also unreal. Das seid ihr dann so am krassesten. So viel zum Ranked-Modus. Dann haben wir natürlich diese Skins, die ich im letzten Video euch schon gezeigt habe. Diese werden jetzt auch bald rauskommen. Und zwar ein bisschen später, Leute. Denn die werden im Itemshop am 2. Juni drin sein. Und das Coole dabei ist, dass diese Skins customizable sind. Das heißt, man kann zum Beispiel hier die Jacke ändern, die Farben ändern und. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Harry Potter, die linke Seite rechts. Keine Ahnung, was das sein soll. Die sehen wir jetzt endlich dann mal am 2. Juni, Leute. Dann wichtige Info. Ich habe ja gerade geredet über Ranked. Arena wurde rausgenommen. Das muss man auf jeden Fall noch hier an dieser Stelle sagen. Ihr könnt seit paar Tagen kein Arena mehr zocken. Epic Games arbeitet zurzeit an einer neuen SMG, Leute. Beziehungsweise an einer intelligenten MP, die der Zielerfassungspistole ähneln könnte. Ihr könnt euch ja erinnern, wir hatten ja vor kurzem so eine neue Pistole, die visiert ungefähr 2 bis 3 Sekunden an und dann gehen alle Schüsse automatisch auf den Gegner, egal wie er sich dann bewegt. Und man kriegt anscheinend so eine ähnliche Waffe nur als MP dann. Hier seht ihr nochmal die Pistole, die wo wir vor ja paar Wochen oder Monaten bekommen haben. Diese wird dann irgendwann mal als MP rauskommen. Was ganz geil ist, Leute, Fortnite war tatsächlich das meist gedownloadetste Spiel auf der PlayStation 5, beziehungsweise generell PlayStation, das sowohl in USA und in Europa. Natürlich reden wir hier von den kostenlosen Spielen, ne? Also wir sehen auf jeden Fall, Fortnite ist sehr, sehr beliebt noch immer. Wir haben natürlich Goku Black seit einigen Tagen im Itemshop. Gönnt ihn euch auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht habt, mit dem Creator Code Sevil. Und jetzt kommen wir, was uns morgen noch erwarten könnte. Also Leute, wir wissen, dass anscheinend Kapitel 4 Season 3 mit einem Special Event starten wird. Und der Codename ist anscheinend Aloe Croton. Das Ganze startet am 8. Juni um 8 Uhr PM, also 20 Uhr unserer Zeit, und endet am 21. Juni 20 Uhr. Das Ganze wird ungefähr so sein wie das Crisis Event damals. Das ist nur eine Theorie, da geht man dann in so eine Singleplayer-Modus rein und kann dann sozusagen das Live-Event immer spielen, wann man sich halt einloggt. Und wenn man das Live-Event gespielt hat, dann kommt man in die nächste Season. Das Ganze wurde jetzt irgendwie geleakt, Leute. So, jetzt kommen wir endlich zu Spider-Man Miles Morales. Ich kann es kaum glauben, dass ich das gerade ausspreche. Wie lange warten wir schon darauf, Leute? Wir bekommen Miles Morales endlich, ja, in Fortnite. Und das Coole dabei ist, ich blende euch mal ganz kurz das Video dazu ein, was Fortnite gepostet hat, Leute. Hier seht ihr das mal im Hintergrund eingeblendet, das Video. Da haben wir so einen kurzen Teaser gemacht, Where's Miles? Und ja, ist ja Miles Morales, bald kommt ja auch der neue Film raus. Aber das ist noch nicht alles, Freunde. Denn ihr müsst nämlich darauf achten, was Donald Mustard gepostet hat. Er hat hier nämlich auf Twitter gepostet: You should also keep an eye out on Megacity. Er hat hier dieses Bild gepostet von Spider-Man auf seinem Twitter. Und wenn man das Ganze jetzt mal übersetzt, auch Megacity sollte man im Auge behalten. Wir kriegen also
Änderungen bei Megacity, Leute. Richtig crazy. Was das sein wird, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir eine neue kleine POI. So eine Art neues Daily Bugle wie damals oder so. Das wird geisteskrank, Alter. Anscheinend sollen dann auch die Spider-Man Webshooter 2.0 reinkommen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem, was uns morgen alles erwartet. Also, wir werden morgen höchstwahrscheinlich neue kosmetische Gegenstände aus den Dateien entnehmen können. Neuer Ranked-Modus, Spider-Verse-Kollaboration, Arena-Modus ist ja schon deaktiviert, neue Realitätserweiterungen, Kapitel 4 Season 3 Starter-Paket. Anscheinend gibt es Mats-Changes, also Baumaterialien werden sich irgendwie ändern. Da gibt es ein paar Änderungen. Wir kriegen höchstwahrscheinlich die erste Vorschau vielleicht zum Juni-Crew-Paket. Event-Leaks, falls es ein Event gibt. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt ein kleines Event, das wird es geben. Und noch viel, viel mehr Sachen, Leute. Aber gebt euch jetzt mal kurz, was für Kollabos wir schon in dieser Season hatten. Attack on Titan, Star Wars, was auch cool war. Und jetzt ja auch noch vor kurzem Black Goku plus nochmal Spider-Man Miles Morales. Das ist crazy, Alter. Was auch noch zur neuen Season bestätigt worden ist, Leute, dass Kapitel 4 eine Dschungel- und Sand-Season wird. Okay, wir bekommen auf jeden Fall eine Wüste mit Sand natürlich und einen Dschungel in der Season 3. Das Ganze ist jetzt hervorgegangen, weil wir bei dem Unreal Editor Materialien mit den Tags Desert und Tropical haben. Das Ganze war zum Beispiel auch bei den Sakura und Mega Biom auch der Fall und dann haben wir diese ja in Fortnite bekommen. Also es ist bestätigt, dass wir hier auf jeden Fall viel Wüste und viel Dschungel kriegen in der nächsten Season. Was wir natürlich morgen auch noch erwarten können, Leute, sind höchstwahrscheinlich noch die neuen Syndikataufgaben zum Ende der Season hin. Und was noch wichtig zu erwähnen ist zu Miles Morales, Leute. Wir bekommen nämlich den Skin hier von Spider-Man Miles Morales, ne? Also anscheinend sollen wir genau diesen Skin hier kriegen. Nicht nämlich der Skin, beziehungsweise sein Anzug, was im Comic oder in der Spieleversion vorhanden ist. Wir sollen anscheinend den hier kriegen. Ob es andere Stile geben wird, wissen wir bis jetzt noch nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal alles, was wir jetzt über morgen wissen. Also das ist wirklich sehr, sehr heftig, was gerade abgeht in Fortnite. Schade, dass das Update verschoben worden ist. Aber nun gut, vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Creator-Code Seville zu benutzen, Leute, damit ihr vielleicht die Chance habt, gewinnen. Und ich werde die Leute jetzt enden, die ich am Anfang natürlich erwähnt habe. In diesem Sinne, haut rein. Vielen Dank fürs Reinschalten und ciao, ciao. Alter. Was für frische neue Skins. Aber du weißt, eigentlich habe ich einen Praxistermin beim Arzt. Ich muss mal wieder meine Prostata untersuchen. Aber hey, scheiß auf den Arzttermin. Ich gönne mir jetzt einfach neue Skins. Und zwar wisst ihr mit was? Creator Code 7. Löse ihn jetzt ein, dann bist du kein Schwein. Mach jetzt Kartoffelbrei. Löse ihn jetzt ein, sonst bist du kein Psst. Deine Mutter kommt rein, erwischt dich beim Psst. Alter, meine Augen, ich muss kacken gehen, ja.